liebes Videotagebuch, hier bin ich wieder. Aus einer Babypause. Ich habe zwar trotzdem auch ein Video gedreht zwischendurch und auch geschnitten, aber das war für einen Junggesellenabschied und das ist nicht fürs Internet bestimmt. Ja, und ansonsten war ich damit beschäftigt, ein Baby zu bekommen. Spoiler-Alarm! Das werdet ihr aber noch im letzten Vlog sehen. Es ist zeitlich ein bisschen durcheinander gehauen, ich merke es selber, der noch online kommt. Und deswegen werden hier diese Lichtverhältnisse wahrscheinlich nicht durchgehend dieselben bleiben, weil ich zwischendurch, denke ich mir mal, dorthin gehen muss. Da liegt nämlich mein Baby. Man hört es wahrscheinlich. Und da muss ich eventuell gleich mal hingehen, weil eigentlich ist jetzt Mittagsschlafenszeit, nicht wahr? Naja, und dann kann es sein, dass das Video unterbrochen wird und die Lichtverhältnisse immer andere sind. Aber so ist es eben. Ich wollte trotzdem unbedingt dieses Video hier noch drehen vor Weihnachten, weil es so gut dazu passt. Aber fangen wir von vorne an. Hui! Ein Tukan! Und das ist ein ganz besonderer Tukan, der ist uns nämlich zugeflogen aus Norwegen. Falls euch dieser Tukan gefällt, ich setze euch den Link in die Infobox, falls ihr den auch haben wollt. Und dieser Tukan ist uns tatsächlich vor ein paar Wochen zugeflogen. Es tut mir leid, dass ich jetzt erst ein Video darüber drehe, in dem ich mich dafür bedanke. Ich habe Linsen auf dem Zahn. Schön, dass ich das jetzt erst merke. Mhm. Ja, weiter im Text. Tut mir leid, dass ich jetzt erst ein Video drehe, in dem ich mich für diesen kleinen Freund hier bedanke. Aber mit Baby ist es halt eben so und ehrlich gesagt hatte ich auch gar keinen Bock mehr, überhaupt noch Videos zu drehen, weil mir irgendwie der Spaß daran gefehlt hat. Ich mich gefragt habe, wer sich das überhaupt anguckt, warum ich das überhaupt mache und weil man sich natürlich bescheuert vorkommt, wenn man hier in seinem Schlafzimmer sitzt und mit einer Kamera spricht. So, dann kam aber dieser liebe Freund ins Haus geflogen und ich dachte, ey, das ist so cool. Und es passt so gut zur Weihnachtszeit und ich freue mich darüber so, so sehr. Vielen lieben Dank. Erzählen wir die Geschichte aber mal von vorne. Und zwar ist der von der lieben Jonna und ihrem Kanal wie hieß nochmal der Kanal? Ich schau mal eben nach. Mitakrona heißt der Kanal. Wahrscheinlich ist das nicht richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht besser. Tut mir leid. Und zwar ist die liebe Jonna mit ihrem Mann Kim und ihrer Tochter Frieda, wohnen die in Norwegen. Und die kommen ursprünglich aus Hamburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Liebe Jonna, lass es mich bitte wissen, falls ich jetzt gerade Quatsch erzähle. Und ja, die sind ausgewandert nach Norwegen. Und sie dokumentiert da ihren Alltag, wie das halt so ist als Auswanderer in Norwegen. Und das finde ich super nett. Sie ist total sympathisch. Und sie hat ein Video hochgeladen, wo sie Sachen ausmistet, die sie nicht mehr gebrauchen kann, weil sie umgezogen sind innerhalb von Norwegen. Und da war unter anderem der Tukan dabei, der gar keinen Namen hat. Der heißt einfach Tukan. Ist schlimm? Nee, ich glaube nicht. Naja, jedenfalls hatte ich sie halt angeschrieben, dass wir Tukan-Fans sind, da mein Mann ja mal eine Costa Rica-Reise gemacht hat und es dort Tukane gab, ist es irgendwie so ein Ding, was hier hängen geblieben ist. Und ich hatte den tatsächlich genau diesen hier, den gleichen, schon mal bei einer Mutter am Kinderwagen gesehen und dachte, oh, wie cool ist das denn, wir brauchen diesen Tukan. War aber tatsächlich zu geizig und dachte so, ah nee, komm, wir haben so viel Spielzeug, pipapo. Und sah dann das Video von der Jonna und dachte, vielleicht hast du ja Glück und sie schickt ihn dir tatsächlich zu. Ehrlich gesagt, da habe ich nicht wirklich daran geglaubt, dass das passieren wird, weil sie ist im Umzugsstress und sie kennt mich doch gar nicht. Und ja, es ist ja auch einfach Arbeit für sie. Und tatsächlich hat sie, ohne mit der Wimper zu zucken, auf meine E-Mail geantwortet, uns den Tukan zugeschickt und das Porto bezahlt. Und das finde ich so unfassbar cool, ohne darüber noch mal ein Wort zu erwähnen. Und ich dachte, wenn das nicht in die Weihnachtszeit passt, was dann? Deswegen wollte ich jetzt unbedingt noch dieses Video fertig drehen.
und sagen, liebe Jonna, ich finde es so super cool, obwohl du uns nicht kennst, hast du uns den Tukan geschickt und der kommt so gut an. Meine Tochter liebt ihn tatsächlich und wir auch. Und das war so eine großartige Geste von dir. Und als dieser Tukan ins Haus kam, hat er mich unfassbar motiviert, endlich wieder YouTube-Videos zu machen und aus meiner Babypause aufzuwachen. Und ja, ich bin hochmotivierend und freue mich total. Vielen Dank an dich. Ich wünsche euch allen mit dieser Geschichte eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Weihnachten. Und wir hören uns im neuen Jahr, denn ich habe Großes vor. Bis dann! Oh nee, du hast jetzt nicht ins Bett gekotzt, oder?